Inmitten ihrer Wahlheimat Berlin hat sich Anna Franziska Schwarzbach ein Denkmal gesetzt. Sie ist Architektin, freischaffende Bildhauerin sowie Medailleurin und hat sich schon oft mit ihren eigensinnigen, ganz individuellen Ideen gegen ihre zumeist männlichen Kollegen durchgesetzt. So auch bei der Schaffung der bronzenen Statue der Kernphysikerin Lise Meitner im Ehrenhof der Humboldt-Universität zu Berlin. Mit dieser modernen Auffassung der Bildhauerei hat sie 2013 mit ihrer Idee die internationale Ausschreibung für sich entschieden. Auch Lise Meitner musste sich oft gegen die Männerwelt behaupten. Nun dirigiert sie als Denkmal die Statuen der männlichen Wissenschaftler im Ehrenhof im Zentrum Berlins und hält dort die Balance. Das schafft sie durch den großen Sockel, der die sonst kleine, zierliche und fragend wirkende Figur nach oben hebt. Anna Franziska Schwarzbach mag grobe Strukturen, hat aber auch die Liebe zum Detail. Nicht nur bei ihren Skulpturen, sondern auch in ihrer geschätzten Medaillenkunst. Dass die selbstbewusste Frau in diesem Jahr mit dem G. Sanford Celtus Medal Award ausgezeichnet wird, erfreut sie daher ganz besonders. Eigentlich begreife ich es noch gar nicht. Ich begreife es gar nicht richtig, ja. Weil ich so ein bisschen die Medaille ausgehebelt habe, weil ich möchte, dass die Medaille nicht dieses runde, numismatische Stück bleibt, sondern dass es auch als Kunstwerk, als wirklich als Kunstwerk anerkannt wird. Ja? Das ist einfach eine Art von Kunst, die man in der Hand hat, die man in der Hand halten kann oder halten muss und mit der man dann lichtmäßig spielt. Das merkt man aber nur in der Fotografie. Ja? Anna Franziska Schwarzbach kam 1985 über einen Auftrag zur Numismatik und setzt sich seither für deren Förderung und Erhalt ein. Mit der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst hat sie einen Kreis gefunden, in dem sie arbeiten und sich in Museen treffen kann. Wie zum Beispiel hier im Berliner Münzkabinett, einer der bedeutendsten numismatischen Sammlungen der Welt. Auch zahlreiche Medaillen der bodenständigen Wahlberlinerin gehören zum Inventar. Neben der klassischen Variante aus Silber oder Bronze zählen auch durchbrochene Reliefs sowie rostige Eisenmedaillen zu ihren Lieblingen. Eine ihrer Auszeichnungsmedaillen ist die des jungen Martin Luther, die sowohl in Silber als auch in Eisen gegossen wurde. Die eisernen Probeexemplare sind in der Kunstgießerei Lauchhammer entstanden. Lauchhammer ist für mich, weiß ich nicht, vielleicht meine zweite Heimat, kann man nicht sagen, oder mein zweites Standbein. Und ich hänge so an Lauchhammer. In einer der bedeutendsten Eisengießereien Europas setzt Anna Franziska Schwarzbach ihre Ideen in die Tat um. Neben Medaillen entstehen hier auch ihre Skulpturen, wie zum Beispiel ihre Wetterfahne. Diese Collage begleitet die gebürtige Sächsin seit mehr als 30 Jahren und trägt die unverkennbare Handschrift der passionierten Künstlerin. Ein besonderes Faible hat die 71-Jährige für das Berliner Eisen, das Fer de Berlin. Die gelernte Rinderzüchterin packt dabei gerne selbst mit an. Ihre originellen Ideen entstehen in ihrem Atelier und naturschönen Garten. Mit ihrer ausgebauten Bauernhausruine hat sie sich einen kreativen Ort erschaffen. Manchmal gleicht ihr Garten in Berlin-Heinersdorf einer Ausstellungsfläche. Sie bereitet vor, sortiert um, sodass alles seinen richtigen Platz und Einklang findet. Neben Eisen, Silber und Bronze arbeitet sie unter anderem auch mit Holz und Beton. Die verschiedenen Materialien verleihen ihren Kunstwerken den besonderen Ausdruck, der zu ihnen passt. Gerne flüchtet sich Anna Franziska Schwarzbach nach einem Tag, an dem sie an einem großen Porträt oder körperlich schwer gearbeitet hat, am Abend in die Medaillenkunst. Dann sitzt sie im Kerzenlicht an ihrem kleinen Ofen aus Kindheitstagen, hört Radio und modelliert. Einmal sich da so ganz intensiv, sag mal, in die Medaille rein versetzt hat und in das Porträt, sag mal, in das kleine Porträt, dann kommt so eine Art Drang auf, sowas irgendwann mal wieder zu machen. Man kann so gut Gedanken entwickeln, man braucht sich nicht anzustrengen, man kann einfach so seinem Gefühl freien Lauf lassen.
und ist konzentriert auf einen Punkt. Ja. Es ist fast wie so ein, ich würde mal sagen, fast wie ein Brennpunkt, ja, wo man sich im kleinen Format äußert. Wer bei Anna Franziska Schwarzbach zum Kunstwerk wird, darf sich geehrt fühlen. Für ihre Werke bekam sie wichtige Auszeichnungen. Die von ihr geschaffenen Büsten und Medaillen sind in zahlreichen Museen und im öffentlichen Raum präsent. Nun reiht sie sich als eine der wenigen Frauen und Deutschen auch als Gewinnerin des international bekannten Zaltus Medal Awards ein. This lecture has been made available to you courtesy of the American Numismatic Society. Since 1858, the ANS has supported research and education in numismatics and the history of money. With a collection of over 800,000 objects, an extensive library, a dynamic publishing arm, and ever-improving online research resources, we have become one of the largest numismatic institutions in the world. If you wish to support the ANS and the work we do, you can join as a member and become a part of this historic community. Go to numismatics.org/membership to see options and prices.